Seid mal wieder gegrüßt. Heute war wieder mal zusammen was kochen. Und wir haben jetzt Mitte April. Und ich habe mir überlegt, wir machen endlich mal unsere Weihnachtsgans. Weihnachtsgans im Frühling, klar, aber also die machen wir in Weihnachten. Da hat leider eine Grippe und da habe ich nicht geschmeckt. Also machen wir die heute und ich zeige euch, wie es geht. Da liegt sie nun vor uns, die polnische Hafermastgans. Und zuerst schneiden wir mal hier die Flügel ab. Da ist eh nichts dran und die brauchen wir noch nur für den Geschmack. Ja. Bis zum Lenk schneiden wir dann einfach. Gewalt! Gleich hier drüben. Anschließend verschließt ihr die Öffnung, ja, das Fett könnt ihr alles drin lassen. Das tropft nachher alles ab. Ihr müsst einfach den Lappen jetzt hier fixieren, entweder zunähen oder ihr nehmt euch so ein paar Nadeln hier, Rouladennadeln. Boah, die tun auch Übriges. Es ist nur, dass die Füllung da nicht rausflutschen kann. Dann könnt ihr sie auf den Rücken drehen. Und dann müsst ihr natürlich vorher den Beutel rausnehmen, ja, der ja meistens drin ist. Und da könnt ihr hier die richtig fetten Speckdinger, die könnt ihr ruhig abschneiden. Die braucht ihr nicht, ja. Nur, dass die Lappen dran lassen, damit ihr es wieder verschließen könnt. Nur im Bärzel auch dran lassen. Und auch mal so reingucken, ja, dass da nichts Besonderes drin ist. Wenn ihr den schwierigen Teil erledigt habt, da könnt ihr euch erstmal eine Kleinigkeit gönnen. Für unsere Füllung brauchen wir Trockenobst. Ja, nehme ich gleich die ganze Tüte, weil den Rest, da braucht ihr schon. Ja. Ja. Wunderbar von jedem was. Aprikosen und Datteln und Pflaumen. Und schöne Dickmacher. Viel Zucker, die Süße brauchen wir. Das schneiden wir ein bisschen klein. Ja, eine Schüssel rein. Nicht zu klein, sonst fällt es euch vielleicht raus. Wenn ihr so ein bisschen grober lasst, da braucht ihr die Öffnung halt nicht so doll verschließen. Ne? So ganz dicht. Dann haben wir 2 bis 3 Äpfel. Ja, Äpfel, die entkernt ihr einfach. Schneidet auch so grobe Stücken, reicht vollkommen aus. Ne? Dann noch würzen mit Salz. Pfeffer. Majoran. Leider alles nur trockene Form, ja, ihr wisst ja. Es ist keine Weihnachtszeit und da bekommt ihr ja gut Majoran, kriegt ihr vielleicht noch, aber hier den Beifuß, ne, den Beifuß kriegt ihr halt nur noch getrocknet. Also ganz schwer als frisch, weil als frische Ware, logisch, es ist ja auch kein Weihnachten. Dann einmal alles kräftig durchrühren und dann ist eure Füllung eigentlich schon fertig. Ne? Ja, bei der Oma, da gab es keine kompletten Früchte, ne? Trockenfrüchte, da gab es nur Pflaumen, welche ordentliche Backpflaumen mit rein und Apfel. So, das wäre schon eure Füllung, ne? Ganz einfach. Dann holt euch wieder euer Vätervieh. Und dann habt auch keine Angst, ne? Vielleicht noch jemanden zu rufen, der das hält. Aber ich mache das jetzt so mit der Hand, ne? Greift da einfach ingeniert hier rein und fülle das hier rein. Am Hals kann nicht rausfallen. Habe ich schon verschlossen. Und jetzt füllen wir das richtig schön voll. Flüssigkeit brauchen wir keine. Einfach nur so, wie es ist. Das noch zukriegen. Mal müssen wir schauen. Wenn die
Ganze dann halt größer ist, müssen wir halt mehr zusammen mixen hier, ja. Das ist, wie gesagt, für die kleine 3,6 Kilo Gans, ganz sauer. Mehr Platz habe ich auch nicht. So, schauen wir mal, dass wir das so zukriegen hier noch. Mit dem Berzel und so. Ich denke mal, das reicht nämlich schon. Ein bisschen hier. So, dann müsst ihr es wieder verschließen. Wie gesagt, entweder Nadel und Faden. Oder ihr nehmt halt Silikon. Oh nee, das schmeckt glaube ich scheiße. Ja, den Berzel einfach rumziehen. Dann hier alles ein bisschen im Kreuzstrich, mit Kreuzstich zumachen. Also ich krieg das nicht hin. Das ist immer Kreuzstiche übt, siehst du? Ich kann Kreuzstich. Bitte. Dankeschön. So sieht es dann aus, wenn es ein Profi gemacht hat. Ne? Da ist er soweit fertig erstmal. Fast vergessen, ihr müsst es ja noch aufspießen. Sucht euch hier die Mitte und dann einfach hinten wieder zum Berzel raus. So, kontrolliert er mal so. Das, ah, super. Schiebt er mal komplett durch. Und dann die andere Seite drauf. Mit der fixiert er natürlich gleich die Füße. Komm wieder raus, meine Hände. Schieb hier unten drunter durch, das ist besser. Dann nur noch verzurren. Ja, dann machst du das schon. Super. So kommst du auf unseren Grill und kann sich da drehen. Die nehmt ihr hier einfach hoch und bindet die ein bisschen zusammen, dass nicht passieren kann. Das Fett wollt ihr ja auffangen und euch davon eine Soße machen. Ne? Und dann nehmt ihr so eine Aluschale oder irgendwas ähnliches. Eure Flügel, die macht ihr noch ein bisschen kleiner. Packt die darin in die Schale. Dazu dann noch ein Baguette Suppengrün. Dann eine Schale voller Gemüse und die Flügel. Dann haben wir noch einmal die Flügelfond. Ihr könnt euch auch Gänsefond nehmen. Aber den gab es leider nicht. Macht dann noch ein bisschen Wasser dran. Könnt ihr immer was nachgießen, dann ist alles kein Ding. Rotwein noch einen Schluck, noch ein bisschen Rotwein, gute Farbe, ja, Viertel Flasche, ja, und das ist dann fertig, ne? Das stellt ihr dann unter eure Gans, die dreht sich dann oben und da kann das ganze Fett hier reintropfen und der ganze Geschmack geht dann auch hier rein, also nicht würzen jetzt. Wenn es dann irgendwann weniger werden sollte, weil dauert ja ein paar Stunden, dann einfach mit Wasser immer nachfüllen. Bevor es dann auf den Grill geht, da würzt ihr die Gans nochmal kräftig mit Salz. Also reibt die richtig schön ein. Ne? Dann macht es ja am besten, könnt ihr nämlich alles schön drehen. Damit ihr nachher ihre schöne goldene Farbe bekommt. Ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch so ein paar Dinge rausziehen hier. Und aufpassen wegen Nadeln jetzt, ne? Dass euch da nicht verletzt. Uah. Sehen, alles ist vorbereitet.
Die Gans ist auf dem Spieß. Drunter habe ich die Schale platziert mit den Flüssigkeiten. Wa? Und da kann das alles darin tropfen. Jetzt warte ich mal so grob 3 Stunden. Und zwischendurch biege ich mal die Haut an von der Gans, damit das Fett in die Schale laufen kann. Und werde immer mal die Haut dann bepinseln, wa? So ein bisschen. Mit meinen Silikonpinseln. Und nach 3 Stunden sehen wir uns dann sozusagen wieder. Und dann messen wir mal die Temperatur. Also nicht Fieber, nur Temperatur. Und dann müssen wir so über 80 Grad kommen. Damit das Fleisch auch ein bisschen runter geht, ne? Vom Knochen. Bis dann. Prost. Circa eine halbe Stunde ist um. Dann schauen wir mal rein. Na, guckt euch an. Dann stechen wir die mal an. Damit das ganze Fett rauslaufen kann. Da unten seht ihr, da sammelt sich schon ein schönes Fett. Oh, schon groß. Drei Stunden noch mal geschafft. Schauen wir mal rein. Ja, super, wa? Ich habe schon mal aufgelegt. Bisschen Kohle, oder? Dann halten wir mal den Rotator an, ja. Und stecken mein Thermometer hier, nehme ich meinen Meter. Kabellos. Das geht schon gut rein, ne? Super. Rein hier. Ja. Da sehen wir gleich Temperatur. Aber ihr seht, durch den Wind, der heute ist, ne? Da ascht es ganz schön, ne? Ja, wieder erwarten wir die Temperatur schon hoch genug. Aber wir lassen es einfach weiter rödeln, weil die Gäste nicht da sind. Die Kohle ist fast durch. Lassen wir es laufen und es wird schon geil werden. Nach 4 Stunden sieht es dann so aus. Ich denke, das reicht uns so. Geschafft. Nach 4 Stunden war die Gans endlich gar, die schon seit Weihnachten im Kühlschrank lag, ne, im Gefrierschrank. Und dazu gibt es natürlich Rotkohl. Richtig lecker. Und Klöße. Und die Gans, ja, die ist wirklich genial. Ich sag euch, Gans schmeckt nicht nur am Weihnachten, ne, die schmeckt ganz sicher. Und die Haut ist nur mit Salz gemacht, ne? Und schmeckt so himmlisch geil. Die Füllung ist natürlich im Körper geblieben, ne? Und ja, Traum. Also eine Soße hat sie gemacht, so fertige Soße gibt es ja, ne? Und dazu aus dieser Alu hast du ja dann ran gemacht, ne? Das Fett und die Aromastoffe. Und dadurch hast du eine Soße, die schmeckt richtig, richtig geil nach Gans, ja. Oh, ey. Ach, Hammer. Und das Beste ist immer Fleisch. Gut, heute muss man schnell gehen. Der Besuch ist nämlich da. Und die wollen jetzt richtig futtern. Ich habe ja Angst, dass die Gans viel zu klein war. Gut, wenn es euch gefallen hat, ne? Daumen hoch und auf jeden Fall schreibt was in die Kommentare. Ganz wichtig, immer schreiben, 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 was euch gefallen hat und was ihr noch gern sehen wollt. Ne? Ich habe mich ein bisschen rar gemacht zur Zeit, aber das geht nicht anders, weil ein bisschen bauen und so, ne? Ist immer da. Aber wenn ich was Neues mache, dann nehme ich euch natürlich mit und ihr könnt euch das anschauen
Und also die Gans ist ja wirklich hammergeil. Also wie gesagt, 4 Stunden hat die gebraucht auch. Ja. Und die Garzeit, also die Gartemperatur in Kerntemperatur haben wir schon 85 Grad nach 3 Stunden. Und ich habe es einfach drauf gelassen noch 1 Stunde. Und es ist wirklich super. Du kannst schön vom Knochen essen. Es bleibt nicht, es ist nichts rot und es schmeckt himmlisch. Nicht trocken, wirklich super. Also meine Freunde, das war's für heute. Und wir sehen uns bald wieder. Bye bye, euer Micha.